Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 26. Mai 2019. Bevor ich starte, möchte ich über mein Hotline sprechen. Seit einigen Jahren habe ich meinen eigenen Hotline und ich bin durch 0900 die Nummer erreichbar aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Die ganzen Verträge laufen über die Bundesnetzagentur und sie brauchen eine deutsche Adresse. Meine Schwiegereltern leben in Deutschland und sie haben dort ihren Wohnsitz. Aus diesem Grund wurde meine Schwiegermama in diesen Verträgen eingetragen. Für mich aus Mallorca und ich gehöre zum spanischen Gesetzen, war das kompliziert. Und so haben wir dieses Problem gelöst. So hat auch die Telefongesellschaft uns vermittelt. So waren wir aufgeklärt und wir haben nichts dabei gedacht. Und das hat ganz gut bis jetzt funktioniert. Aber eine bestimmte Dame hier aus dem YouTube-Kanal, ich muss das salonfähig beschreiben, einen rollenden Stein, der sich verbreiten mag, hat ausfindig gemacht und sie hat erfahren, dass auf diesem Vertrag meine Schwiegermutter eingetragen ist. Sie hat eine Anzeige bekommen von ihrem Anwalt und sie hat eine Anzeige bekommen mit dieser Bundesnetzagentur, auch mit Strafgeld bis zu 100.000 Euro, was ich nicht glaube, dass dieses Strafgeld so hoch eingesetzt wird, aber die ganze Familie steht mal erstmal im Schockzustand, ganz klar. Und wir müssen die Verträge jetzt verändern. Die Verhandlungen laufen, aber diese Nummer gibt es nicht mehr. Und das heißt, mein 0900er Nummer, mein Hotline-Nummer gilt noch bis Sonntag und ab nächsten Woche bin ich in dieser Nummer nicht mehr erreichbar. Ich bekomme eine neue Nummer, wir müssen die Verträge anders machen. Wir brauchen dazu noch eine Lösung, weil ich brauche immer noch einen Ansprechpartner in Deutschland. Aber jetzt müssen wir das alles vorsichtig gestalten, dass wir nicht irgendwelche Gesetze stoßen. Und diese Nummer werde ich dann bekommen. Es dauert. Das heißt, die neue Nummer kommt nach meiner Schätzung vielleicht in ein paar Wochen. Ich werde aber eine Lösung anbieten, dass ich trotzdem telefonisch erreichbar bin. Das werde ich verkünden hier in Videos und auch im Facebook. Und das findet ihr unter Dendera Medici. Also diese Information über die neue Nummer wird noch kommen. Nur, dass ihr Bescheid weißt. Die Hotline läuft noch bis morgen und dann brauche ich ein bisschen Zeit, dass ich eine Lösung finde, wie ihr mich telefonisch erreichen könnt. Und jetzt zu diesem Tageshoroskop nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen haben das Wissen von indischen Astrologie übernommen und berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen auch, nämlich berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes,
als in westlichen Astrologie. Hier in diesem Legung erscheint die vier Grundelementen. Das hat die indische Astrologie auch. In tibetischen Astrologie gibt es fünf Elemente. Sie haben das von chinesischen Astrologie übernommen, aber wir bleiben bei den vier Grundelementen, was wir in Natur auch beobachten können. Und das ist die Feuerelement, die Erdeelement, die Luftelement und die Wasserelement. Ich habe nur die Tierkreiszeichen ausgelegt, wo Energie fließt. Sonst ist das alles zu viel und undurchschaubar. Ich starte mit Feuerelement. Feuerelement symbolisiert Begeisterung und das brauchen wir bei jedem Neuanfang. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und hier in Feuerelement haben wir Widder und Schütze, wo Energie fließt. Ich starte mit Tierkreiszeichen Widder. Widder symbolisiert Kraft und Mut und Neuanfang. Und hier bewegt sich Venus und Uranus. Uranus passt ganz gut für Neuanfang, weil genau das, was Uranus auslöst, Umbrüche und Veränderungen. Dazu kommt noch die Venus-Energie. Das kann die Kreativität bedeuten oder bei vielen Selbstständigkeit steht auch mit Venus in Verbindung, wenn das um die beruflichen Situationen handelt. Aber Venus ist die Liebesplanet, also hat einen Einfluss auf die Liebe. Bei einigen Menschen bedeutet das eine Versöhnung oder ein Neuanfang oder eine neue Begegnung. Venus ist weiblich, symbolisiert uns Frauen. Und viele von uns orientiert sich gerade neu. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört auch zum Feuerelement. Hier bewegt sich gerade die absteigende Mondknoten. Die absteigende Mondknoten ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel und zeigt Vergangenheit. Alten karmischen Themen wird hier aktiviert. Und genau in diesem Knoten befindet sich Saturn und auch Pluto. Saturn hat auch einen Einfluss auf die Karma, weil Saturn hütet den Karma. Saturn ist außerdem rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt auch Vergangenheit. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun und hier wird das alles aktiviert. Es sind Schütze-Themen wie Orientierung oder Ausland, Auslandskontakt, Reisen, Bewegung, Sport. Saturn zeigt, hier haben wir eine Lernaufgabe und hier brauchen wir Ordnung, etwas in Form zu bringen. Und Pluto zeigt uns, wie wichtig das ist, auf dem Wesentlichen konzentrieren und alles andere loslassen, davon verabschieden. Die Erde-Element hier haben wir von Stier einen Einfluss. In Tierkreiszeichen Stier bewegt sich Sonne und Merkur. Sonne öffnet den Augen und zeigt die Lebensenergie, die Monatsthemen. Und Monatsthemen sind die Stierthemen, wie etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen, etwas befestigen, aber nicht festhalten. Stierthemen sind auch die Ruhe bewahren, die Leben genießen, die Natur genießen, etwas schön gestalten. Außerdem steht in Verbindung zum Finanzen, um die Finanzen kümmern. Dann kommt die Merkur-Energie dazu, das sind Gespräche, Handlungen, Verträge. Das ist auch wichtig, wird auch hier alles in Ordnung gebracht. Die Luftelement. Hier haben wir Einfluss von Wassermann und von Zwillingen. In Wassermann bewegt sich Neptun und Mond.
Die beiden haben eine ähnliche Essenz. Beide stehen in Verbindung zum Wasserelement, auch wenn momentan im Luftelement sind, aber in Verbindung zum Wasserelement ist sehr stark ausgeprägt. Und das symbolisiert unseren Träumen, unseren Sehnsüchten, unseren Fantasie, unserem Inneren, unseren Gefühlen. Das wird von Neptun und Mond aktiviert. Morgen treffen sie sich, die beiden. Und das kann auslösen, dass wir einen wichtigen Traum haben. Und unsere Träume sind die Botschaft unserer Seele. Ich würde nicht behaupten, dass jeder einzelne Traum eine Botschaft ist. Das könnt ihr so vorstellen. In Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume haben keine Bedeutung und wir vergessen das auch. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und das ist lebendig und bleibt in Erinnerung, dann war das die Botschaft unserer Seele. Und das wird jetzt aktiviert, weil die Traumbilder kommen von Neptun-Einfluss und Mond vermittelt es. Und wenn die beides so miteinander verbunden sind, dann aktiviert unsere Träume. Natürlich kann das auch unsere Tagesträume sein, dass wir eine Vorstellung haben, eine Vorstellung von dem idealen Zustand, was wir erreichen wollen in unserem Leben. Mars bewegt sich noch in Zwillinge, das ist die Kraft und die Mut, all das, was wir in Bewegung setzen. Und hier kommt die Zwillingsenergie dazu, diese Leichtigkeit, auch die Neugier, vielleicht etwas sollen wir verbessern in unserem Leben, das sind auch Veränderungen. Mars ist männlich und symbolisiert auch die Männer. Und die brauchen auch gerade diese Leichtigkeit oder sie orientieren sich neu. Und dazu kommt noch die Rahu-Energie, was ich seit Tagen erzähle. Und das sind auch karmische Themen und das wird aktiviert gerade bei den Männern. Aber dieser Rahu, diesen Drachenkopf kennt man nicht. Erstmal fühlt man sich orientierungslos. Nun hat man das Bedürfnis, es muss doch was da sein. Ich brauche eine Aufgabe oder ich suche meinen Platz im Leben oder ich möchte meine Berufung leben. Es ist schwierig beschreiben, was das genau ist, aber dieses Bedürfnis ist da. Wenn das mit Leichtigkeit kommt und man orientiert sich neu oder man untersucht etwas und zeigt Neugier, mal hier und da, dann findet man auch eine Lösung. Wasserelement hier. Haben wir von Skorpion die Einfluss. Die Skorpion zeigt uns die Wandlung, damit wir unseren inneren Kraft entdecken. Und hier handelt es sich um unsere Gefühle. Es ist Wasser. Wasser symbolisiert unsere Gefühle. Raus aus negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel oder Schuldgefühl. Übergehen auf die positiven Gefühle und das ist Dankbarkeit. Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Zärtlichkeit und Liebe, das ist schöpferisch und diese schöpferische Energie brauchen wir in unserem Leben. Das schöpferisch kreativ gestalten und hier manifestiert sich etwas. Die Verbindungen, Sonne und Uranus steht in einer guten Verbindung. Das heißt, wenn Veränderungen kommen, dann haben wir die Klarheit und auch den Mut und das führt auch zum Erfolg. Venus und Merkur stehen auch in einer guten Verbindung. Wenn das um Verträge handelt, in Selbstständigkeit, haben wir auch Glück. Aber kann auch eine Liebesbotschaft bedeuten. Mond befindet sich im Mondhaus Tanishta. Das heißt, Mond bewegt sich im Wassermann und dieses Mondhaus heißt Tanishta. Und das heißt, wir brauchen Ideen, eine Vorstellung, was wir erreichen wollen. Wir können das auch aufschreiben.
Wir können auch mehrere Ideen haben und dann überlegen, wie können wir das im Tat umsetzen. Dass es nicht nur ein Traum bleibt, sondern dass es auch Realität wird. Aber raus aus dieser Bequemlichkeit und versuchen unserem Träume leben. Heute ist Halbmond und dieser Halbmond ist exakt am 17 Uhr 34 Minuten. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung steht. Es fehlt etwas. Unserem Planet Erde bewegt sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Es ist Wasserelement. Sonne bewegt sich im Stier. Das ist Erdeelement. Mond bewegt sich in Wassermann. Das ist Luftelement. Und das heißt jetzt bei diesem Halbmond, Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung. Es ist nicht die Harmonie, das ist Spannung. Und es fehlt etwas. Es fehlt als Ausgleich, als ruhende Kraft. Es fehlt die Feuerelement. Und wenn wir unseren Tag in Harmonie bringen wollen, dann sollen wir auf die Feuerelement konzentrieren, weil dann kommt das von uns selbst und so können wir das ausgleichen. Und Feuerelement bedeutet Begeisterung, Aktivität, Herzenswärme und Bewegung. Etwas in Bewegung setzen, außerdem Kraft und Mut. Bedeutet Feuer natürlich auch Leidenschaft. Heute passiert noch etwas Interessantes. Mond begegnet sich mit Schwarzmond. Schwarzmond ist die Schwester des Mondes. Das hat mit Schwarzmagie nichts zu tun. Das hat mit negativen Energien auch nichts zu tun. So heißt es nun mal astronomisch. Es ist ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn und so heißt es in Fachsprache. Also nichts mit schwarzer Energie, mit dunklen Energie ist nichts zu tun. Aber ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld symbolisiert unsere Sehnsüchte. Und das wird aktiviert. Und mit diesem, ich würde mal eher so beschreiben, Schattenseite des Mondes, verspüren wir die Sehnsucht, aber wir laufen davon. Und wir erklären das auch noch. Oh, das steht mir gar nicht zu. Oder, ich bin nicht gut genug. Das klappt sowieso nicht. Oder kommen Einflüsse von außen, ein gut gemeinter Rat, aber nicht so gut, wenn jemand sagt, ah, vergiss es, das wird sowieso nicht. Oft passiert das in beruflichen Situationen. Wenn jemand die Berufung leben möchte, hat einen Traum, und anderen sagen, du kannst doch nicht deine Arbeit aufgeben, das ist doch dein sicherer Arbeitsplatz. Natürlich ist das vernünftig, natürlich ist es gut gemeint, aber oft braucht man auch mal Mut im Leben, etwas Neues wagen, weil das bringt uns voran. Und genau das ist diese Energie, was Mond aktiviert. Die Sehnsucht ist da. Und das erscheint für unsere Wahrnehmung so zu sein, oh, das ist, wird sowieso nicht, das ist unerreichbar. Und genau in solchen Momenten brauchen wir die innere Kraft, diese Überzeugungskraft und sagen, warum auch nicht? Warum sollte ich nicht meinen Traum leben? Und das kommt auch noch zum heutigen
Energiefeld. Diese Sehnsucht ist spürbar um 14 Uhr. Und jetzt zu diesem I Ching-Symbol. I Ching ist ein uraltes Wissen, ganz alt, kommt aus China und symbolisiert Yin und Yang, die Wandlung, die weiblichen und männlichen Energie, eine Verschmelzung, aber auch Wandlung. Das ändert sich jeden Tag und das beschreibt das chinesische Kalendersystem. Und die heutige Energie nach Yin Yang zeigt dieses Bild und das heißt die Gründlichkeit. Heute sollen wir etwas gründlich machen oder gründlich überprüfen, nachdenklich zu sein. Auch was wollen wir erreichen? Welchen Weg führt dazu, unsere Ziele zu erreichen? Gründlich untersuchen. Dieser tibetische Bild mit vollen Symbolen bedeutet, wie wichtig das ist, nach außen mit diesem Wasserelement handeln, entweder gefühlsvoll oder intuitiv. Bedeutet auch Neuanfang, wie eine neue Phase beginnt. Langsam kommt alles in Bewegung. Und dieser Bild zeigt ein Wasserschwein und dieser Wasserschwein sitzt auf dem Feuer. Und das gibt die Halt. Die Feuerelement gibt gerade den Halt. Das ist auch heute die fehlende Energie, was wir aber brauchen. Kraft, Mut, Begeisterung, Leidenschaft. Und dann von diesem Feuerelement steigt die Wasserelement. All das nach Gefühl oder gefühlsvoll oder intuitiv. Und so kommt das alles in Form. So erleben wir die Kreativität. Dieses Bild, dieses Sternbild, bedeutet, wir sollen all das, was wir erreicht haben, genießen. Den Tag genießen. Zeigt auch Gastfreundschaft und Fürsorglichkeit. Also möglich ist, dass wir einen Besuch bekommen oder kommt eine Einladung. Was wichtig ist heute, wenn es Schwierigkeiten, Probleme gibt, dann ist besser, momentan aus dem Weg zu gehen. Wir sollen die Ruhe bewahren. Heute nach tibetischen Astrologie herrscht die Mondkraft, die Mondenergie. Die Jahrgänge sind, die im Einklang sind mit dem heutigen Tagesenergie, die 1983 geborenen und wird noch kommen 2043, so weit sind wir nicht. Also hier die Zahlen, die Glückszahl ist die Zahl 5 in Holzelement, das heißt erstmal etwas zu Ende bringen. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann brauchen wir einen Plan, aber auch Bewegung, eine langsame Bewegung mit Geduld, etwas Neues starten. Die Fokus ist die Zahl 8 im Metallelement und das heißt, all das, was in Vergangenheit wir erlebt haben, wie Höhen und Tiefen, ein Hin und Her, das sollen wir in Harmonie bringen und das klären. Und die Schicksalszahl ist die Zahl 2 im Luftelement, das heißt Verbindungen, Kontakte, Verträge, Partnerschaft, aber mit Leichtigkeit. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen.
und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so? Und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.